Die Karlsburg, im Karlsruher Stadtteil Durlach gelegen, diente den Markgrafen von Baden-Durlach von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis Anfang des 18. Jahrhunderts als Residenz. Wir stehen hier vor der Karlsburg und wie man schon auf den ersten Blick erkennen kann, handelt es sich bei der Karlsburg um einen Bau mit zwei verschiedenen Bauphasen. Linker Hand sehen wir den sogenannten Prinzessenbau. Der ist noch ein Überrest der alten Karlsburg von 1565 von Markgraf Karl II. Erbaut. Ursprünglich eine größere Burganlage, die aber dann 1689 ein Raub der Flammen wurde. Beim Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde ja die ganze Stadt Durlach niedergebrannt und eben auch die Karlsburg. Und dann war eben die Notwendigkeit, ein neues Residenzschloss zu erbauen. Und das war dann 1698 der Fall. Da ging es los mit der sogenannten Neuen Karlsburg, die sich dann auch da direkt anschließt. Diese Burganlage oder diese Schlossanlage ist aber unvollendet geblieben, denn 1715 hat ja, wie wir wissen, Markgraf Karl Wilhelm entschieden, seine Residenz nach Karlsruhe zu verlegen. Und das war dann auch das Ende dieses Bauprojektes hier für die neue Karlsburg. Karlsburg wurde nach 1715 dann ganz unterschiedlich genutzt. 1718 hat ja Markgraf Karl Wilhelm seine Residenz nach Karlsruhe verlegt. Seine Frau, die Magdalena Wilhelmine, blieb aber bis zu ihrem Tod hier in der Karlsburg wohnen. Danach hat die Karlsburg ganz unterschiedliche Nutzungen erfahren. Unter anderem war sie zeitweise als Kaserne genutzt und danach, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde sie dann nach und nach zu einem Kulturzentrum umgebaut und auch heute noch ist sie ein Kulturzentrum mit unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern.